Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was alles in den Dacia Spring so reinpasst, so vom Platz im Auto, vom Ladevolumen? Schaut euch bitte ergänzend auch mein Video an zum Dacia Spring Frunk. Da habt ihr nochmal einen zusätzlichen Stauraum, der vermeidet, dass ihr ja irgendwelche Sachen im Kofferraum haben müsst, wo ihr den Platz einfach besser gebrauchen könnt. So. Ich habe immer noch zusätzlich eine Tasche bei mir im Kofferraum drin. Da ich Pflegekraft bin, mit Verbandmaterial, mit Blutdruckmessgerät, Blutzuckermessgerät. Also diese Tasche könnt ihr einfach noch mit dazu rechnen. Ansonsten schaut euch an, was ich heute alles im Dacia transportiert habe. Eine Klappkiste von Rewe, die passt von vorne nach hinten genau in den Kofferraum rein. Also wenn die voll ist und nicht irgendwie überladen, passt die genau von der Länge, Rücksitzbank. Kofferraumklappe passt genau perfekt rein, muss ich also nicht querstellen. Toilettenpapier, zwei Gefriertüten, noch Brötchen, das passt rein, es hätte auch noch mehr reingepasst. Und noch eine zweite Klappkiste, denn die passt dann einfach nochmal parallel zu der einen auch in den Kofferraum rein. Also so viel Platz habt ihr im Dacia. Jetzt haben wir ja zwei Kiddies und können von daher schon gar nicht den ganzen Dacia immer vollladen. Wir können nicht umklappen, sind also auf den Raum angewiesen, den wir im Dacia haben. Und ja, die Kindersitze sind einfach auch auf der Rücksitzbank. Das heißt, ich kann auch da nichts reinladen und müsste jedes Mal die Kindersitze ausbauen, wenn ich denn was zusätzlich laden möchte. Und da habe ich einfach nicht den Bock zu. Und auch nicht den Platz, denn wenn ich die Kindersitze ausbauen würde, dann muss ich die ja auch irgendwo hinstellen. Und da hatten wir tatsächlich schon mal das Problem mit Mäusen anschließend. Okay. Diese ja, Hometrainerbank, diesen Rückenstrecker, den habe ich tatsächlich auch in den Dacia Spring reingetan. Glaubt man nicht, der ist nämlich ganz schön sperrig. Aber auseinandergebaut und mit bisschen Tetris kriegt man. Und habe da gleichzeitig ein bisschen Führung durch das Haus hier. Ja, hoffe, gefällt euch auch. Dann schauen wir mal an, was ich noch in den Dacia reinbekommen habe. Ganz klar, man muss halt ein bisschen puzzeln. Ich habe auch schon im Baumarkt eine Leiste gekauft von 2,66 Meter. Die hat ebenso gerade vom Fußraum bis in ja bis zur Heckklappenscheibe reingepasst und dann war auch wirklich schon Sense. Tada! Es geht nicht um die Decke, nicht um den Stuhl, nein, es geht tatsächlich um das komplette Doppelstockbett hier. Das ist von IKEA und wir haben es in Siegen gekauft und dann 30 Kilometer nach Hause. Wir waren mit vier Leuten im Auto, wie gesagt, die Kindersitze auf der Rücksitzbank und konnten trotzdem noch relativ bequem im Auto sitzen. Natürlich mussten wir ja, die Sachen dann ein bisschen festhalten, aber es passt schon richtig viel in den Dacia rein. Es ist kein Transporter, es ist kein SUV, so wie es dran steht, aber den Wocheneinkauf, mal eine Kleinigkeit im Baumarkt nachholen. Oder tatsächlich auch mal einen Spontankauf. Das war ein Spontankauf. Wir wären nie im Leben mit dem Dacia zu IKEA gefahren, um ein Doppelstockbett zu kaufen. Das hätten wir uns einfach nicht getraut. Aber es war ein Spontankauf. Und ja, eine Frau fragt, sag mal, kriegen wir das denn? Haben wir irgendeine Chance? Doch normalerweise nicht. Ich sage ja, das längste Teil ist 2 Meter. Es passt natürlich nicht in den Kofferraum, der hat nämlich nur 1 Meter, aber lass es uns versuchen, kriegen wir vielleicht irgendwie hin und es hat geklappt, ja. Man muss dem Dacia vielleicht auch einfach was zutrauen, aber ich würde es doch erstmal darauf belassen, bei Spontankäufen das Ganze zu versuchen, als jetzt wirklich geplant für eine Dachbodenrenovierung oder sowas im Baumarkt damit zu fahren oder ins Möbelhaus. Dafür ist der Dacia eigentlich nicht das richtige Auto. Anhängekupplung gibt es auch nicht serienmäßig, gibt es auch nicht unserienmäßig, außer als Gepäckträger heißt das, glaube ich, irgendwie Adapter. Da kann man das noch machen.
Aber ansonsten muss man halt mit dem Platz leben, der im Dacia drin ist. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Heute mal in aller Kürze. Abonniert bitte gerne den Kanal, wenn ihr bis dahin gesehen habt. Und Daumen hoch würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video.